vorweg, bevor wir starten. Wer von euch war denn letztes Jahr auf dem CCC-Camp und hatte einen von diesen coolen raketenförmigen Radio-Badges? Das war nicht raketenförmig. Es war nicht raketenförmig. Nicht raketenförmig. Nein, das Radio-Badge war rechteckig. Mist. Rechteckig. Okay. Schlecht recherchiert. Gut, sind doch ein paar mit dabei. Wir haben einen der Hauptverantwortlichen für diese Radio Badges heute hier und er hat sogar auch noch Unterstützung mitgebracht. Genau, kleiner Applaus dafür. Es reicht, hebt mir noch ein bisschen für gleich auf. Die beiden haben einige Gemeinsamkeiten, unter anderem sind sie beide anzutreffen im CCC München, haben beide ein Faible für elektronische Sachen und beschäftigen sich vor allem beide mit mechanischen und elektronischen Schlössern. Heute hören und sehen wir vor allem einiges von Ihnen in Ihrem Vortrag. Wir werden ein bisschen was darüber lernen, wie man mit logischen und mathematischen Grundlagen Generalschlüssel für Schließanlagen erstellen kann, wie man mit einer CNC-Fräse recht kostengünstig solche Schlüssel für Hochsicherheitsanlagen erstellen kann. Bitte heißt Sie sehr herzlich willkommen, RF Guy und Michael Weiner. Ja, ich heiße euch auch alle willkommen. Unser heutiges Thema heißt Hochsicherheits-Generalschlüssel Marke Eigenbau. Was wir heute mal zeigen werden, konventionelle Schließanlagen und normale Schlösser sind ja schon weit besprochen worden. Es sind auch schon viele Talks darüber abgehalten worden von verschiedensten Personen. Heute zeigen wir nochmal die zwei verschiedenen Arten, wie man ein Master Key System oder eine Schließanlage logisch aufbauen kann. Deshalb haben wir heute das System KISO drin. Das ist ein klassisches Wormhole-System, wie auch das BKS Janus, was zum Beispiel von Ray schon mal vorgestellt wurde auf der H. Das ist nochmal als Vergleich. Und das System 3KS. 3KS ist ein Bahnenschlüssel, der in vielen Gebäuden eingesetzt wird. Ist eigentlich ein sehr vernünftiges Schließsystem. Und hier wollen wir heute auch mal zeigen, wie man solch ein System analysiert, den entsprechenden Generalschlüssel über ein logisches oder mathematisches Ausschlussverfahren erzeugen können. Hier mal kurz unsere Agenda. Wir geben eine kurze Einführung, wo ich kurz was über generell nochmal erzähle. Dann das System KISO 2000. Gibt es auch verschiedene Ableitungen von, das heißt dann Omega, heißt dann 4000, 3000, RS10. Ist vom Grundprinzip immer das Gleiche. Dann werden wir überschwenken und auch der Michi wird dann ein bisschen was über das FA3KS erzählen. Und dann gehen wir auch genau darauf ein, wie unser Workflow im Prinzip ist. Wie setze ich auf einer Standard-CNC-Fräse, also ganz normales Gerät, was man für ca. 1500 Euro erwerben kann, wie kann ich da einen Workflow starten, um so einen Schlüssel problemlos und passgenau zu fertigen. In der Vergangenheit hat es viele Systeme, viele Sachen gegeben. Man hat angefangen, ja, okay, ich kann mit dem Teleobjektiv einen Schlüssel fotografieren. Das ist relativ einfach. So ein Schlüssel liegt halt öfters mal rum. Ja, hier haben wir einen ganz normalen Schlüssel. Wenn ich dafür mit den heutigen Kameras ein hochauflösendes Foto mache, ist das relativ einfach. Kann ich halt mir den Schließcode herausgeben. Recht viel Medienaufmerksamkeit hat zum Beispiel diese drei Modelle der TSA-Keys, also dieser Kofferschlösser, wo es mehrere Generalschlüssel gibt. Die erste Erwähnung von diesen TSA-Keys war übrigens 2004, hat Mark Tobias ein kleines Paper erzeugt. Ich hatte sie schon auf dem 28C3 dabei, hatte mir aus verschiedenen Schlössern mal Generalschlüssel dafür gebaut. Jetzt hat halt jemand dann wirklich diese Fotos veröffentlicht. Irgendein TSA-Mitarbeiter hat gesagt, ach, guck mal, hier sind meine Schlüssel. Ja, da wurde er leider mit fotografiert. Ein weiteres Phänomen war halt, Moment, ich muss ja gerade mal starten. Gut. War zum Beispiel diese amerikanischen Fireman Keys, wo auch in der New York Times ein Riesenartikel geschrieben wurde. Netterweise haben sie die Fotos dieser Schlüssel gleich mit veröffentlicht. Ist nett, also da konnte man halt auch ziemlich schnell den Schlüssel fertigen. Ja? Erstellen von Rohlingen aus Fotos von Schlössern und 3D-Druck von solchen Schlüsseln oder Bumkeys. Das wurde letztes Jahr vom Decoder veröffentlicht, hat auch mittlerweile den Workflow offengestellt. Das heißt, ich mache mir einfach ein Foto eines klassischen Schließzylinders von dem Profil, dort, wo der Schlüssel quasi vorne hineingesteckt wird.
Daraus kann ich mir dann entsprechend ein 3D-Modell bauen und kann mir diese Schüssel zum Beispiel 3D drucken lassen. Funktioniert auch relativ gut. Eine weitere Untersuchung war zum Beispiel das FA-MCS, das ist ein Magnetcode-System. Auch das wurde vor ein paar Jahren von dem Münchner CCC analysiert und auch entsprechend zum Beispiel Schlüssel nachgebaut, indem man die Magnete von diesen Schlüsseln ausgetauscht hat. Aber Vorteil an so einem System ist, von einem Foto selber, ist ein magnetisches System, kann ich natürlich nicht auf den Schließcode stehen. Kommerziell gibt es natürlich auch einige Sachen, zum Beispiel die sogenannte Easy-Entry-Profilfräse. Also viele Hersteller machen also einen riesen Geschiss um diese Schlüssel. Da muss man eine Sicherungskarte vorlegen, dann werden diese Schlüssel, diese Profile halt nur im Werk gefertigt, das wird dahin geschickt. Und dann kriegt der Schlüsseldienst, der diese Schlüsselkarte quasi mit dem Magnetkartenleser ausliest und diese Daten zum Hersteller schickt, kriegt dann 3 Wochen später den Key. Natürlich, netterweise ist das Ganze nicht ganz günstig. Ein Schlüsseldienst kauft diesen Schlüssel für ca. 20 Euro ein, verkaufen tut er euch ihn zwischen 30 und 60, 80 Euro, je nachdem, welche Laune der Schlüsseldienst hat und was er dafür kassieren kann. Diese Easy Entry ist halt geschaffen worden für einen Schlüsseldienst. Naja, er spannt diesen Schlüssel in ein mechanisches System ein, gibt es auch ein YouTube-Video für. Der Schlüssel wird mechanisch abgetastet, man spannt einen speziellen Rohling ein und dieser Rohling wird dann quasi aus einem Rohmodell gefräst. Was es auch gibt, sind kommerzielle Schlüsselfräsen. Also da gibt es zum Beispiel Miracle A9, das ist eine chinesische Schlüsselfräse, das ist noch relativ günstig. Dort kann ich zum Beispiel einfach den Schließcode eines Schlüssels eingeben und der wird dann auf einen vorhandenen Rohling einfach gefräst, direkt nach Code. Kann man natürlich auch 20.000 Euro für ausgeben. Natürlich lassen sich die Hersteller das bezahlen. So ein Easy-Entry-Profilautomat liegt auch im Bereich bis 10.000 Euro. Ist jetzt nicht gerade die günstigste Anschaffung. Eine weitere sehr große Datenbank ist die Instacode. Das ist eine Software, die kann man ab 7 Euro im Monat mieten. Gibt sogar eine iPhone-App und Android-App für. Dort kann ich auch einfach den Hersteller eingeben und kann mir dort auch anzeigen lassen, welche Profile er hat. Dann werden mir zum Beispiel alle kommerziell erhältlichen Rohlinge angezeigt. Dann kann ich auch vergleichen. Es gibt verschiedene Rohlingshersteller, die halt unabhängig von Herstellern Schlüssel produzieren. Und netterweise ist da auch eine Code-Datenbank dabei. Also auf vielen Schlössern, auch Schreibtischschlössern, steht vorne eine kleine Nummer, 4-5-stellige Nummer. Und dann gebe ich diese Nummer in dieses Programm ein und es spuckt mir dann den passenden Schließcode aus, inklusive alle Anschnittsdaten, Winkel, wie so ein Schlüssel gefräst wird. Das ist also eine zugängliche Datenbank, die man relativ günstig mieten kann. Wenn man wahrscheinlich etwas sucht, wird man da wahrscheinlich auch die dezentrale Sicherheitskopie irgendwo finden. Wie mir das immer so schön sagt, also das ist wirklich ein mächtiges Tool und dieses Tool kann zum Beispiel so eine kommerzielle Schlüsselfräse auch relativ einfach ansteuern. Das heißt, ich gebe dort dem Programm einmal vor, ich habe jetzt da eine Silka Unocode dran, die wird einfach per USB angeschlossen, dann gebe ich da die Schließungsnummer ein, dieses Programm sagt mir, ja, du musst jetzt von REW den Rohling UL5X nehmen, den spanne ich in diese Maschine ein und dann fräst er mir quasi aus dem Schlüssel, aus diesem Code den Schlüssel. Das ist so, was es kommerziell gibt. Leider alles sehr teuer, so für den Bedarf. Ich meine, viele haben ja schon mal das Problem gehabt. Wurde auch hier, wie manchmal angetragen, ja, wir haben einen Hackerspace, unten ist irgendeine Schließanlage drin und der Vermieter gibt uns nur 2 Schlüssel. Ja, manchmal hat man Glück, da kann man halt durch den Türöffner ansteuern. Aber oft ist das Ganze nervig und man will eigentlich noch mehr Schlüssel haben. Und dann haben wir uns auch mal gedacht, was können wir tun, um sich dieses Problem anzunehmen. Heute gehen wir es halt nochmal mit dem 3KS an. Erster Überblick ist das System KISO 2000, das ist das ursprüngliche System. Davon gibt es auch Erweiterungen, zum Beispiel hier vorne in der Schlüsselspitze ist dann hier so ein gefedertes Element drin. Das ist in diesem jetzt nicht drin, was sich bewegen muss. Es gibt viele Schlüssel, auch von Dom, da ist eine Kugel drin oder ist ein Röllchen drin, irgendein bewegliches Element, in manchen ist ein Magnet drin. Das ist eigentlich nur, es hat 2 Funktionen. Einmal kann ich sowas sehr gut patentieren. Man nennt es den rechtlichen Schlüsselkopierschutz. Das heißt, wenn ich in einen Schlüssel irgendwas einbaue, wo ich ein Patent für habe, darf kein Rohlingshersteller diese Rohlinge nachfertigen. Für dieses KISO 2000 gab es ein System Omega, das hatte diesen gefederten Stift hier vorne drin. Und dieses Patent ist dieses Jahr abgelaufen. Und mittlerweile sind diese Rohlinge verfügbar. Also wurde dann entsprechend nachgearbeitet, man hat erst den Anschlag geändert und jetzt gibt es zum Beispiel ein System, das hat 2 gefederte Elemente, dafür bekomme ich wieder ein Patent. Dann habe ich wieder 20 Jahre rechtlichen Schlüsselkopierschutz. Eine andere Maßnahme ist,
Man kann in so einem Schlüssel auch ein Warenzeichen integrieren. Also man baut ein Schließanlagenprofil, da kann man sich dann irgendwo einen Namen BKS zum Beispiel hereininterpretieren oder CES, das sind jetzt Hersteller. Und ich lasse mir dieses Profilelement als Warenzeichen schützen. Ist auch ein rechtlicher Kopierschutz. Natürlich, für unsere Empfindung ist das natürlich kein Schutz, sondern das ist einfach nur da, dass ein Rohlingshersteller das nicht liefern kann. Was wir jetzt bei diesem KISO-System haben, das besteht einmal hier aus einem Kern. Dann sieht man hier oben drüber diese so Art Steg. Und hier oben drüber sieht man so ein Pin-Stack zum Beispiel. Man hat, dieses System kommt aus der Schweiz. Dort sind die Zylinderschlösser, haben einen größeren Durchmesser, 22 mm. In Deutschland haben wir den gesamten Euro-Profilzylinder, ist eine Entwicklung der Firma Hahn von 1920, so lange gibt es das schon. Und der hat diese charakteristische Form, das sieht fast so aus wie ein Schlüsselloch. Man hat früher einfach ein großes Loch in ein Schloss reingestanzt und konnte diesen Schließzylinder einbauen. Und dieses System hat sich also sehr pragmatisch durchgesetzt und ist halt heute immer noch im Einsatz. Und deshalb haben wir sehr wenig Platz. Also diese Messingleiste, die wir hier sehen, das ist der ganze Bereich, wo dieser obere Teil, also der Gehäusestift samt der Feder, Platz finden muss. Man sieht auch hier, dass bei einem längeren Stift ein dünnerer Gehäusestift ist und bei einem kürzeren ist ein längerer Gehäusestift drin. Und das Ganze, dieser ganze Teil mit der Feder, das ist sogar hohl oben, also die Feder liegt außen um den Stift rum, muss in diese Messingleiste hineinpassen. Diese Messingleisten haben einen Grund, warum man das überhaupt so modular baut. Weil wir haben in diesem System zwei Reihen mit fünf Stiften, die wir bestücken können und auf der Kante des Schlüssels, also hier oben, von der Seite sind auch Bohrungen, sehen wir gleich noch, wo im Prinzip Pins Platz finden können. Das ist natürlich als Permutation, habe ich 15 Stifte, ist für Schließanlagen ein bisschen wenig. Wie vielleicht schon viele gemerkt haben, wenn ich eine Schließanlage baue, muss ich ja mehrere Schlüsselcodes haben. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, ich habe ja mehrere Schlüssel und ich muss ja irgendwie sagen, es müssen verschiedene Schlüssel auf ein Schloss passen. Klassisches Beispiel, das Schloss in einer Haustür von einem Mietshaus, da passen teilweise 50 verschiedene Schlösser auf ein Schloss. Und da muss ich mir irgendein Permutationssystem überlegen, wo ich mehrere Schließcodes abfragen kann, die ich mechanisch als gültig deklariere. Was man bei diesem System jetzt macht, hier sieht man nochmal dieses Seitenelement, was dort eingebaut ist. Und hier sieht man zum Beispiel jetzt, wo die Löcher, wo die Stifte liegen. Ja? Ein Schließzylinder tastet also 5 Bohrmulden im gleichen Abstand ab. Was man aber machen kann, man kann dieses Element, was wir jetzt hier sehen, man sieht auch, dass es asymmetrisch ist. Hier im oberen Bereich ist es höher und hier unten ist es kürzer. Es gibt dort drei verschiedene Ausführungen von diesem Element. Das heißt, ich habe nicht 15 mögliche Positionen, sondern 45, weil ich in jede Reihe und drei unterschiedliche von diesen Gehäusestifthaltern reinsetzen kann. Auf den niedrigen Bauhöhe, wie schon gesagt, habe ich nicht die Möglichkeit, dort Zwischenebenen, sogenannte Schließanlagenplättchen einzubauen, sondern ich muss das halt über Positionen regeln. Was man sich weiter noch ausgedacht hat, mit so einem klassischen, hat man vielleicht, sieht man auch gleich noch auf den Bildern, es gibt verschiedene Bohrungen und Stiftarten in diesem Schloss. Also hier das ganz klassische, links haben wir jetzt zum Beispiel den Schlüssel mit einer ganz klassischen Bohrung. Man sieht hier diesen Stift, der hat auch hier oben so einen Anschlag, weil sonst würde der zu weit in das Gehäuse reinfallen, weil im KISO ist der Schlüssel einfach ein Rechteck. Und deshalb schlägt der an. Ich habe einmal einen normalen Standardstift, eine kleine entsprechende Vertiefung im Schlüssel, wo dieser Stift auf die richtige Höhe gehoben wird. Und hier oben zwischen grün und blau habe ich meine Trennungsebene. Als weiteres Element, hier kommen wir wieder zum rechtlichen Schlüsselkopierschutz, habe ich hier die sogenannten Stufenbohrungen drin. Das war eine Bohrung, die man, die kann man mit einem normalen 45-Grad-Fräser nicht erzeugen. Also ein Schlüsseldienst hat in der Regel eine ganz einfache Maschine, wo er einen Schlüssel einspannt, wo einerseits ein Taster ist, auf der zweiten, wo ich den Rohling einspanne, ist dann halt der entsprechende Fräser. Das hat aber nicht lange gedauert, dann haben halt die Hersteller entsprechenden Stufenbohrenfräser gemacht und dann war dieses System absurdum. Es ging sogar so weit, wenn der Schlüsseldienst eigene Schlüssel macht, hat er diese Stufenbohrung vom Hersteller schon vorgebohrt bekommen, dass er auch wirklich nur seine Schlüssel machen kann. Also das hat nicht lange gedauert, weil so einen Fräser kann ich nicht patentieren, sondern die haben einfach einen Fräser erzeugt, der diese Spezialbohrung gemacht hat. Man geht halt weiter, also mit so einer Stufenbohrung tastet ein normaler Stift auch hier unten das ab. Eine weitere Stiftform, die man als Permutation genommen hat, ist ein gerader Stift.
der zum Beispiel hier in diesem Bild nicht in den Schlüssel einfällt, wenn die Bohrung klein genug ist. Habe ich eine tiefere Bohrung, fällt er tiefer ein. Hier oben liegt die Trennungsebene, die Scherlinie, nicht mehr zwischen Kern und Gehäuse und ich kann den Schlüssel nicht mehr drehen. Und hier zum Beispiel auch ein weiteres Fall. Hier sieht man auch wieder diese Stufenbohrung, wo ein Flachstift ist, der fällt auch zu tief ein. Genauso haben wir jetzt hier das Phänomen mit so einem Stufenstift. Das war ja der Schutz. Wenn ich eine normale Bohrung anbringe, dann kann dieser Stift nicht weit genug einfallen und blockiert wieder den Schließweg. Ich brauchte also für diesen speziell geformten Stift eine entsprechende Stufenbohrung und einen gestuften Stift, der einfällt. Und dann kann ich das schließen. Und was man halt auch macht, gerade zum Beispiel bei einer Schließanlage, wo halt viele Schlüssel schließen, nutzt man nicht alle Bohrungen. Also man hat dann zum Beispiel an der Haustür ein Schloss, was zum Beispiel nur 5 Stifte hat. Da aber die übrigen Löcher beim Schließen würde dann, wenn ich weiterdrehe, wenn ein Loch wäre, würden dort die Gehäusestifte einfallen. Dort habe ich so einen Blindstift drin, der liegt hier unten auf der Kante auf. Und egal, was hier unten für ein Schlüssel eingeführt ist, dieser Stift ist blind. Und ich kann den Schlüssel aber gefahrlos an anderen Gehäusestiften mit Feder vorbeidrehen, ohne dass dann Stift einfallen kann. Das heißt, man hat das gemacht, man hat diese Kerne von diesem Zylinder halt immer gleich gebohrt. Jetzt wollen wir uns halt überlegen, wir haben jetzt hier so ein Schließsystem. In der Regel ist es in der Wohnungsanlage so, da gibt es halt nur Einzelschlüssel, die alle ein zentrales Schloss schließen. Aber in Firmen sieht es halt ganz anders aus. Also in großen Gebäuden hat man halt sogenannte generale Hauptschlüsselanlagen. Dort gibt es immer einen Schlüssel, der alle Räume schließt. Und sogenannte Gruppenschlüssel, die dann verschiedene Bereiche schließen. Zum Beispiel in der Schule gibt es dann welche, eine Gruppe, die von Lehrern geschlossen wird. Dann gibt es zum Beispiel Bereiche, zum Beispiel ein Schülerbüro, da können nur die Schüler rein. Und dann gibt es zum Beispiel Hausmeisterräume, da können die Lehrer rum wieder nicht rein. Und es gibt der Hausmeister selber, hat einen Generalschlüssel, der halt alles schließen kann. Ziel ist natürlich die Bestimmung, wie finde ich diesen Generalhauptschlüsselcode, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Zugang zu anderen Räumen verschaffen möchte. Und jetzt muss man halt sich eine Vorgehensweise überlegen, wie einfach kann ich dort den Schließcode finden? Wie viele Möglichkeiten nehme ich, um da hinzukommen? Wir haben grundsätzlich immer zwei Informationen, die wir nutzen können. Wir haben einmal den Schlüssel. Wir gehen jetzt mal von dem Teil aus. Ich habe einen Einschlüssel für mein Büro, der passt nur dort. Und ja, es möchte ich halt doch ein bisschen Spionage betreiben oder will man meinen Kollegen ärgern, egal auf was für einen Grund ich habe. Wir reden ja hier über Möglichkeiten, wie es funktioniert und wie kann man da vorgehen. Das hängt erstmal von der Bauart der Schließanlage ab, also deshalb hier dieses System als erstes vorgestellt. Hier ist es halt so, dadurch, dass ich keine Permutation, also verschiedene Schließebenen in das Schloss einbauen kann, aufgrund der geringen Stifthöhe, habe ich bei diesem System quasi immer nur die Information des Einzelschlüssels im Schloss. Der übergeordnete Schlüssel hat mehr Bohrungen und diese sehe ich nicht. Ja? Vielleicht noch einfach als Anmerkung, weil es vorher stand schon auf den Folien, also bei den Kesozylindern gibt es immer nur eine gültige Position pro Stift. Ja. Also nicht wie bei Standard Zackenschlüsseln, dass bei Schließanlagen mehrere Positionen gültig sein können. Genau, dort habe ich sogenannte Zwischenebenen. Das heißt, zwischen meinem Gehäusestift und meinem Gehirnstift habe ich sogenannte Schließanlagenplättchen. Das heißt, ich habe mehrere Trennungsebenen dazwischen. Hier als Beispiel, jetzt haben wir ja als erstes, wir haben jetzt einen Schlüssel. Der Informationsgewinn, den ich dann herausziehen kann, ist exakt diese Schließung. Ich habe nicht mehr. So, jetzt mache ich mir ein Foto von meinem Kollegen. Jetzt sehe ich andere Bohrungen und die haben wir jetzt schon mal auf unseren zweiten Schlüssel übertragen. Das heißt, wir sehen jetzt schon auf der rechten Seite, ich bekomme weitere Bohrungen, Schließinformationen zu meinem Schlüssel hinzu. Der Schlüssel schließt jetzt zumindest schon 2 Schlösser. Natürlich sind meine Einschränkungen, das ist ein mechanisches System, also mein Schlüsselraum sozusagen ist eingeschränkt. Ich muss mir halt suchen, was kann ich nehmen. Also so viele Möglichkeiten werden sie nicht haben. Ich nehme einen dritten Schlüssel dazu. Ich bekomme weitere Bohrungsinformationen hinzu und füge die einfach zu meinem Schlüssel hinzu. Wenn ich genug Informationen gesammelt habe, das ist bei weitem nicht die Menge der Schlüssel, die es gibt, sondern es sind weit weniger, bin ich eigentlich auf dem Ziel, wo ich hin möchte. Ich habe einen Schlüssel, der übergeordnet ist und mehrere Bereiche schließen kann. Wenn ich irgendwann feststelle, dass ich nicht weiterkomme, weiß ich, mir fehlen Schließungsinformationen. Was man hier auch sieht zum Beispiel, hier ist keine Bohrung. Das kann jetzt heißen, da muss noch eine rein, aber es ist auch ein gültiger Schließcode. Also auch wenn keine Bohrung vorhanden ist, ist da durchaus ein Stift, der genau diese Höhe haben möchte.
Das Gleiche machen wir für die Seite. Also hier sieht man auch, seitlich haben wir auch Bohrungen. Aber was wir hier nicht haben, ausgrund der Schmalheit dieses Schlüssels, sind dort nur verschiedenhohe Bohrungen drin. Also eine Stufenbohrung oder sowas funktioniert aufgrund der kleinen Bauform, also der Breite dieses Schlüssels dort nicht. So, das übergebe ich an Michi. Der wird euch jetzt ein bisschen was über 3KS erzählen. Genau, also 3KS steht für 3-Kurven-System. Und das sieht man hier an dem Foto vom Schlüssel ganz schön. Hier sieht man 3 Kurven, einmal eine Doppelkurve, sozusagen besteht aus dem oberen und dem unteren Teil, und einmal eine Einzelkurve, die ein bisschen tiefer gesetzt ist. Das sind eben die 3 Kurven. Rechts daneben haben wir einen Schließzylinder zerlegt. Der besteht eben aus dem Kern, aus Schiebern und sogenannten Sidebars. Und wenn man jetzt sich so einen Schlüssel anschaut, gibt es da 3 Kodierelemente. Einmal die Längskerben, das ist sozusagen einfach eine Anschrägung oder Einsenkung von Längs des Schlüssels, die verhindert, dass ein Schlüssel in das falsche Schloss passt. Also hier kurze Anmerkung, auch dort ist der Schlüssel recht rechteckförmig und ich habe nicht so viel Variationsmöglichkeiten mit dem Profil. Durch diese passive Sidebar kann ich quasi das Profil erhöhen, indem ich da halt einfach verschiedene Fräsungen mache. Kommen wir weiter aber noch dazu. Genau, das ist aber jetzt rein passiv, das heißt, wenn man es einfach tief genug fräst oder tief genug abträgt, dann passt der Schlüssel in jedes Schloss rein. So, als nächstes ist der Sidebar-Code da. Das ist eben so, wenn man den Schlüssel reinsteckt, dann versucht diese Sidebar beim Drehen sozusagen nach innen gedrückt zu werden. Und nur wenn überall da, wo hier Berge sind, auf Schlüsselseiten auch Mulden sind, lässt sich diese Sidebar rein nach innen drücken und nur dann lässt sich der Schlüssel drehen. Aber auch das ist rein passiv, das heißt, auch da, wenn ich jetzt sozusagen hier alles abtragen würde, würde der Schlüssel immer passen. So, und das Interessanteste sind eben die Kurven. Die Kurven, die führen diese Slider hier, das sind 6 Stück pro Seite, sind sozusagen insgesamt 12 Stück, führen die nach links und rechts. Und nur wenn die die richtige Position haben, lässt sich diese Sidebar nach unten drücken. Das sieht man hier gleich nochmal. Also hier sieht man unten den Schlüssel. Und der Schlüssel hat eben hier in dem Fall jetzt nur 1 Kurve aus Beispielgründen. Und diese Kurve führt den Slider. Und wenn jetzt der Schlüssel komplett reingesteckt ist und man versucht, ihn zu drehen, wirkt eine Kraft auf diese Sidebar, die sozusagen nach innen gedrückt wird. Und nur wenn jetzt hier entsprechend Platz ist, passt die Sidebar rein und nur dann lässt sich das Schloss öffnen. Hier sieht man auch so eine kleine Kerbe, das ist eine Fake-Kerbe, das heißt, wenn jetzt jemand versucht, das Schloss zu picken, dann würde sich sozusagen beim leichten Anwinkeln sozusagen diese Sidebar drin verhaken und auch dann würde das Schloss nicht öffnen. So, wenn man sich jetzt die Kurven mal genauer anschaut, weil 3KS wollen wir ja nachfräsen, es gibt eben sozusagen 6 Abtastpositionen, die haben einen Abstand von 3,5 mm. Und Codeabstand 0,5 mm. Also sozusagen, wenn man jetzt hier eine Kurve sich betrachtet, von einer gültigen Position zur nächsten gültigen Position, ist es ein halber Millimeter Abstand. Und die Breite ist 1,2 mm. Und das Interessante ist, da kommen wir später dann nochmal kurz dazu, es enthält zwar jede Seite 6 Positionen pro Kurve oder pro einzelne Doppelkurve, aber im Schloss wird immer nur jede zweite Position abgetastet. Also auf einer Seite im Schloss wird halt Einzel-Doppel abgetastet und auf der anderen Seite genau umgekehrt. Das heißt, man könnte, das zeigen wir später noch, man könnte auch einen Schlüssel bauen, man kann einen Schlüssel bauen, das haben wir gemacht, der auf 2 verschiedenen Schlössern passt. So, schauen wir uns mal die Doppelkurve genauer an. Hier gibt es 7 mögliche Positionen. Die Kurve ist 0,5 mm tief. Und das ist im Prinzip die globale Konfiguration. Das heißt, wenn man jetzt, also das ändert sich entweder nur dann, wenn man sehr große Schließanlagen hat, auf den höheren Hierarchieebenen. Wenn man jetzt eine große Firma hat, die halt sozusagen irgendeine Entwicklungsabteilung hat und eine, keine Ahnung, große Verkaufsabteilung oder so, kann es sein, dass sozusagen nur diese großen Abteilungen in der Doppelkurve sich ändern. Ja, auch hier auch nochmal. Das ist auch wie so ein Beispiel, was man gemacht hat. Also zum Beispiel das 3KS wird auch für Schlüsseldienste als sogenanntes Eigenprofil. Das heißt, ein Schlüsseldienst kriegt für ein gewisses Gebiet, meistens Radius 200 Kilometer, ein exklusives Eigenprofil. Das heißt, er kann diese Schlösser eigenständig zu Schließanlagen fertigen, hat Schlüsselrohlinge und Schlösser da und baut diese Schlösser selber zusammen.
SOAR war man der Meinung, dass so eine Doppelkurve halt für den Schlüsseldienst nicht fertigbar ist und man hat ihm die Schlüssel vorgefräst mit dieser Doppelkurve gegeben. Das war sozusagen sein Profil und genauso hat er einen spezifischen Sidebar-Code bekommen für diese passive Sidebar und so hat man ihn quasi eingeschränkt. Er konnte halt dann nur noch die Position der Einzelkurve selber wählen. Genau, ja, also Schlüsseldienste, die bekommen sozusagen die Doppelkurve oft vorgefertigt und müssen dann nur noch die eigentlich alles bis auf die Einzelkurve vorgefertigt und müssen dann nur noch die Einzelkurve fertigen oder fräsen. Wir haben jetzt da mal versucht, eine Notation vorzuschlagen, schlagen eine Notation vor. Wir sagen einfach, eine Doppelkurve, die nennen wir D und dann die Position 1 bis 7. 1 ist sozusagen die Position ganz links und 7 die Position ganz rechts. 3KS hat zwei Nachfolger inzwischen. Einmal 3KS Plus, das ist um die 10 Jahre alt und einmal 4KS. Das ist gerade auf der Security in Essen veröffentlicht worden und die unterscheiden sich, sage ich mal, nur marginal oder nur sehr wenig. Und Grund ist eben auch, dass man den rechtlichen Schutz aufrechterhält, weil das 3KS-Patent eben schon abgelaufen ist. 3KS Plus läuft noch 10 Jahre und man versucht halt sozusagen den Kunden, den neuen Kunden dann solche Systeme zu verkaufen, die halt noch einen rechtlichen Schutz haben. Unterschiede sind aber, wie gesagt, jetzt für uns die Schlüssel selber fräsen, ja, kann man sagen, keine große Hürde. Bei 3KS Plus ist es so, dass der Schieber an der Position 6 dicker ist. Also hier sozusagen wäre bei 3KS Plus einfach die Kurve bis zu diesem Punkt hier dicker. Das heißt, mit einem normalen 3KS-Schlüssel würde man nicht reinstecken können. Und umgekehrt, dass man 3KS Plus-Schlüssel nicht in 3KS-Schloss, also umgekehrt reinstecken kann, ist so, dass die Kurve um eine halbe Position versetzt ist. Bei 4KS, da ist die Doppelkurve, da beginnt die Doppelkurve erst oder hört erst hier. Das heißt, die geht nicht bis ganz nach oben durch. So, Einzelkurve, die hat 9 mögliche Positionen, klar, hat auch mehr Platz. Die ist doppelt so tief und das ist eben die lokale Konfiguration. Also verschiedene Bürotüren können wir damit zum Beispiel kodieren oder von einem Schlüsseldienst verschiedene Einzelschließungen. So, die Notation, die wir hier vorschlagen, ist im S für Single und dann 1 bis 9. Und hier unterscheidet sich 4KS eben so, dass im Gegensatz zu 3KS Plus nicht die Einzelkurve, nicht die Doppelkurve dicker ist ganz unten, sondern hier wäre sozusagen die Einzelkurve hier dicker. Das heißt, der Schieber an dieser Position hat da einfach einen dickeren Stift. Und wenn ich halt einen alten Schlüssel einstecken will, kann ich ihn nicht komplett einstecken, weil diese Fräsung an der Seite am Schlüssel entlang dort zu schmal ist. Also der Schlüssel kann man nicht komplett ins Schloss anstecken, der geht halt nur bis zur Position 5 rein. Das ist alles. Also es ist nur ein anderer Schieber positioniert. Mhm. So. Hier haben wir jetzt mal ein paar Slider rausgenommen und eingescannt. Und hier sieht man zum Beispiel, hier kann man jetzt, also die haben wir jetzt sozusagen aufgrund vom Scan sind die eben spiegelverkehrt dargestellt, ist aber auch einfach zum Ablesen so. Hier sieht man einen Schieber, der nur auf genau einer Position passt, von der Einzelkurve, nämlich die 1. Dann hier sieht man einen Schieber, der auf 3 Positionen passt, 1, 2, 3. 1 wäre sozusagen dann hier, 2 wäre in der Mitte und 3 wäre sozusagen ganz rechts. Dann hier sieht man einen, der auf genau 2 Positionen passt, einmal 2 und einmal 6. Und hier sieht man auch sozusagen, wenn man jetzt keinen Bereich aufmachen will, sondern nur zwei verschiedene Codes, die weiter auseinander liegen, müssen die 4 Positionen auseinander liegen, weil sonst wird sich das überlappen. Und ja, hier sieht man ein bisschen größeren Fall, 2, 6, 7, 8. Ja, bei der Doppelkurve, da haben wir eigentlich kaum Schieber gefunden, die mehr als eine Position erlauben. 1, 3, 4 und ja, eine hat man eben gefunden, die Position 4, 5, 6 erlaubt. Das ist, weil dort auch der Raum eingeschränkt ist. Ich habe dort nur 7 Positionen statt wie anders 9. Und hier unten, das ist der Unterschied zwischen 3KS Plus und 3KS. Der hat hier an dieser Stelle, sind diese zwei Nasen einfach ein bisschen breiter. Das ist der ganze Unterschied. Dafür bekommt man ein Patent. Genau, also sozusagen der Steg hier soll genauso breit sein, aber diese Nasen hier, die sind einfach sozusagen hier, die geht nach rechts weiter weg, die geht nach links weiter weg. So, dann ist auch hier die Frage, wenn man jetzt mehrere Schlüssel hat und mehrere Schließzylinder hat, wie kann man so ein System dekodieren? Sprich, wie kann man jetzt aus mehreren Schlüsseln einen Schlüssel ableiten, der zumindest alle Schlösser, die man kennt, zu denen man sowieso schon Zugang hat, schließt oder vielleicht auch mehr. Wenn man jetzt den Schlüssel als Informationsquelle nennt, dann kann man zum Beispiel jetzt zwei Schlüssel nebeneinander liegen, vergleichen, sieht dann hier in dem Beispiel, die oberen beiden stimmen überein, die oberen beiden Positionen, die unteren beiden auch, die mittleren aber nicht. Die Frage ist jetzt, was lernt man daraus?
Bei Übereinstimmungen weiß man zumindest, dass sozusagen die beiden Schlüssel zumindest in der gleichen Schließebene sind. Aber man weiß nicht, dadurch, dass es ja sozusagen mehrere gültige Positionen im Schloss geben kann, weiß man nicht, ob es nicht noch eine andere Position gibt, die weiter oben in der Schließhierarchie ist. Genau, das ist eigentlich die Stelle, wo es sich zum vorigen System unterscheidet, wo ich immer nur eine gültige Position habe und die Position auf dem Schlüssel variiere, habe ich hier halt bis zu 9 Möglichkeiten, dort Schließcodes einzubauen. Es gibt tatsächlich Slider, da passen alle Ebenen rein. Also das ist dann so ein typisches Haustürschloss. Genau. Und ja, noch blöder ist es bei unterschiedlichen Positionen, da lernt man eigentlich gar nichts. Also es beschränkt den Suchraum nicht ein, das heißt, es können alle Positionen weiter gültig sein. Also sowohl für den Fall, dass man überall eine gleiche Position hat, lernt man nicht viel, als auch, dass man sozusagen überall unterschiedliche Positionen hat, oder bei einer bestimmten Position, gewinnt man nicht viele Informationen. Deswegen schauen wir mal zum Schließzylinder. Der Schließzylinder, der liefert sozusagen, also jedes Schloss, jeder Schließzylinder liefert alle gültigen Schließcodes. Das könnte eine ganze Menge sein, bei einem Untersuchten waren es über 70. Und wenn man jetzt aber mehrere Schließzylinder zerlegt und mehrere untersucht und die Schnittmenge der gültigen Codes bildet, dann bekommt man daraus den Generalschlüssel. Hier mal ein Beispiel. Wir hatten uns mal eine Anlage auf eBay gekauft und dekodiert, einen Zylinder mal rausgenommen. Und hier versuchen wir halt sozusagen, die Codierung zu dekodieren. Hier sehen wir erstmal D für Doppelkurve. Das sind sozusagen immer abwechselnd, wie es eben abgetastet wird. 3, 2, 7, 7, 3, 2. So, bei der Einzelkurve, also die Doppelkurve ist sozusagen schon eindeutig bestimmt. Bei der Einzelkurve, da haben wir die Möglichkeiten 1, 2, 3, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 5, hier ist sozusagen wieder eindeutig und hier wieder 7. So, das heißt, wir haben hier 72 verbleibende Kombinationen. Wenn wir jetzt das gleiche Spiel für den nächsten Zylinder machen, dann, wie gesagt, die Doppelkurve, die haben wir ja schon. Einzelkurve hat eben hier andere erlaubte Kombinationen und da bilden wir jetzt einfach die Schnittmenge. Und dann fällt hier sozusagen aus dem alten System schon mal, fallen schon mal sozusagen einmal zwei und nochmal eine Möglichkeit raus. Das heißt, es bleiben jetzt nur noch 6 übrig. Und dann machen wir das Spiel eben nochmal und hatten hier eben Glück. Hier sozusagen ist die Schnittmenge von 3 Zylindern schon ausreichend, um einen Generalschlüssel zu bekommen, weil hier sozusagen die letzten verbleibenden Kombinationen oder die letzten Unklarheiten, letzten Mehrmöglichkeiten schon rausgefallen sind. So, das heißt, hier haben wir den Generalschließcode, das ist also 327732 für die Doppelkurve und 365457. Also ich sage euch nicht, dass dieses Schloss in meiner Wohnung eingebaut ist. Nein, das ist natürlich nicht, aber tatsächlich, wenn ihr jetzt dieses nachbaut, könnt ihr meine Schließanlage öffnen. Aber sie ist dabei und ihr könnt auch mit rumspielen. Genau, wir wollten jetzt auch nochmal doppelt checken. Wir haben den Generalschlüssel sozusagen einfach auch mal eingescannt und dekodiert. Und hier sieht man auch die Einzelkurve 365457. Also genau der gleiche Code. Gut, jetzt haben wir sozusagen eine 3KS-Anlage dekodiert. Jetzt die Frage, wie kommen wir an Schlüssel ran? Und bei uns im Club gibt es eben eine CNC-Fräse, eine Graviermaschine, relativ preiswert, also ein China-Modell CNC 6040Z, kostet ungefähr 1.500 Euro. 50 Mikrometer Wiederholgenauigkeit hat es und ein Bereich, der eigentlich viel zu groß ist, um Schlüssel zu fräsen, aber es war halt gerade da. Und da war jetzt sozusagen die Frage, wie gehen wir da vor? Also welche Software verwenden wir? Wie positionieren wir die Schlüssel und so weiter? Waren für mich auch komplett neue Fragen. Und deswegen, also was wir genommen haben, ist OpenSCAD und Inkscape. OpenSCAD ist im Prinzip, damit kann man textuell 3D-Modelle beschreiben. Und als Ausgabeformate gibt es eine ganze Menge. Und wir haben eben jetzt STL oder DXF verwendet. Genau, ist quelloffen, genauso wie Inkscape auch. Inkscape ist ein 2D-Vektor-Grafikprogramm und wie gesagt auch sehr vielfältig. Und das haben wir zum Beispiel verwendet, um Schlüssel einzuscannen und dann sozusagen die Kurven erstmal nachzuzeichnen und auszumessen, wie die Abstände sind und so weiter. Scannen genau. Ist übrigens auch ein sehr guter Ansatz, um Schlüssel sozusagen zu charakterisieren, weil man da die Größeninformationen gleich mitbekommt.
Ja, das war auch so ein lustiges Element. Also mit diesem Instacode ist natürlich so, ja, 3KS können Sie nur angucken, wenn Sie da vom Hersteller eine Autorisierung haben, weil das ist ja hochgeheim. Ne, wir haben es halt einfach ausgemessen. Also das ist auch nicht schwer. Gut. Ja, dann die CAD-Software, die beschreibt ja erstmal ein Modell von einem Objekt. Und das muss man jetzt noch irgendwie in Fressdaten umwandeln. Dafür gibt es eben CAM-Software, Computer Aided Machining. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen umgehört und bin dann auf CAMBAMWIP gestoßen. Das ist zwar eine kommerzielle Software, bietet aber für Hackerspaces kostenfreie Lizenzen an und ist eigentlich sozusagen ziemlich gut für das, was es kostet und was es kann. Da lädt man eben die Daten aus Inkscape rein und die Ausgabe ist im G-Code. Und ja, im zweiten Schritt haben wir dann noch sozusagen den aufwendigsten Schritt automatisiert. Hier sieht man eben CAMBAM, sozusagen den ganzen Schlüsselumfang, den Chaosknoten, die ganzen Löcher, das haben wir mit Inkscape gezeichnet und dann in CAMBAM importiert. Und anfangs hatten wir sozusagen auch die Kurven in Inkscape gezeichnet und in CAMBAM importiert. Und es geht eben so, dass man sozusagen die Vorlagekurven an einem Gitter ausrichtet. Also hier sozusagen das Gitter, das ist schon mal der richtige Codeabstand für die Doppelkurve. Dann exportiert man es als DXF, importiert es in CAMBAM und kann dann eben kalibrieren und fräsen. Das ist aber relativ zeitaufwendig. Also das heißt, wenn man es manuell macht, dann sitzt man da, sagen wir, für jeden Schlüssel irgendwie 10 Minuten dran oder 5 bis 10 Minuten dran, um sozusagen erstmal die Fräsdaten zu haben. Und dann haben wir uns überlegt, halt das eigentlich zeitaufwendig ist immer dieser Export von der neuen geometrischen Kurve und der Import in CAMBAM und dann wieder die ganzen Fräsdaten einstellen, Fräserdurchmesser und zu fräsende Tiefen und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, kann man das vielleicht irgendwie automatisieren? Die erste Idee war, ja gut, kann man vielleicht Inkscape und CAMBAM skripten? Aber also bei Inkscape, da sind wir jetzt irgendwie auch nicht super weit gekommen. Und dann war die Idee, schreiben wir uns einfach einen eigenen G-Code-Generator. Und das, würde ich sagen, führe ich mal kurz vor. Also was wir hier sehen, ist die Vorlage, die im Prinzip die Daten enthält, außer der Kurve sozusagen. Also was man immer hat, ist diese Kerbe, diese Nut in der Mitte, die sorgt dafür, dass der Schlüssel im Schloss festgehalten wird, wenn der Schlüssel gedreht ist. Genau, also da an der Stelle diese Sidebar, die von der Seite hereingeschoben wird, wenn der Schlüssel korrekt ist, hat zwei Nasen dran, die einfach den Schlüssel blockieren. Damit will man nur verhindern, dass man den Schlüssel an der falschen Position abziehen kann und da irgendwas sich verhaken kann. Genau. Und was haben wir sonst noch? Die Längskerben, die eben passiv sind, da kann man sozusagen einfach auf beiden Seiten welche fräsen und dann passt der in jedes Schloss rein. Bei den Seitenkerben, die sind eben auch passiv, also wenn man jetzt sich nicht die Mühe machen will, die zu dekodieren, kann man einfach auch da in jeder Position eine Kerbe reinfräsen und dann passt's. Aber was jetzt halt noch fehlt, ist das Wichtigste, nämlich die Kurve. So. Ich mach das mal kurz zu dem Desktop. So, und jetzt haben wir uns eine Demo-Schließung gekauft, die wird auch verwendet für Schlüsseldienste zum einfach Ausstellen. Und und die haben wir eben dekodiert, da kommt das hier raus. Einzel- und Doppelkurve ist der Code hier. Und einfach ein G-Code-Generator in Python geschrieben. Sind nicht viele Zeilen, war ein bisschen wieder auffrischen von analytischer Geometrie, aber das war kein großes Problem. Da kann man jetzt einfach sozusagen die Daten reinpacken und dann sagen, ich will das nach h06demo.ngc exportieren. Und dann sagt er eben, er erzeugt den G-Code. Und ich sehe dann hier die neue Datei, wo ist sie? h06demo. Ich habe das nur noch mal als Backup angelegt, falls mal nicht funktionieren sollte. Und das kann ich praktischerweise jetzt einfach in h06demo importieren und sehe dann hier gleich die Kurve. Und wenn ich jetzt irgendwas ändern will, also genau, also damit spare ich mir halt, wie gesagt, die Mühe, das einfach immer sozusagen von Hand exportieren, importieren. Das kostet wirklich viel Zeit. So, gehen wir weiter. Also wenn ich jetzt hier einen anderen Code eintippen würde, würde es, wie gesagt, genauso funktionieren. Also wer noch Hausschlüssel braucht, also. So. Ja, dann ging es jetzt, Software stand dann soweit. Gibt natürlich immer noch ein paar offene Fragen, aber jetzt war es dann Zeit, sich an die Hardware zu machen. Und da waren mehrere Fragen eben. Wie kann man Schlüsselrohlinge genau genug positionieren?
Wie kann man beidseitig fräsen? Das passt ja irgendwie zusammen. Also von einer Seite, klar, Wiederholgenauigkeit 50 Mikrometer, das passt alles, aber das ist ja ein Wendeschlüssel. Das heißt, es wird immer sozusagen, es werden beide Seiten abgetastet. Ich muss das auch nach dem Wenden wieder genau genug hinkriegen. Dann, ja, welches Material verwendet man? War eine, die Frage, die hat sich schnell gelöst. Wir haben einfach Messing verwendet. Da ist die Fräse stark genug. Und Fräsen automatisieren. Ja, am Anfang war es eben das Antasten noch ein bisschen nervig. Da sind uns ein paar Fräser auch kaputt gegangen. Welche Fräse verwendet man? Das war auch eine Frage. Wir hatten auch ein paar gekauft, die hatten dann zu langen Schaft, sind dann gleich abgebrochen. Und ja, momentan verwenden wir einen, der kostet um die 10 Euro pro Stück. Ja, also auch hier so, das normale Material, was man für einen Standardhausschlüssel hat, ist in der Regel Messing oder einfach Stahl. Für Schließanlagen, wo die Schlüssel recht teuer sind und auch oft viel und oft benutzt werden, nimmt man dann das Neusilber. Das ist eine Legierung, die ist etwas stabiler und härter, gibt es auch. Ist aber für dieses Projekt, also man schätzt man, dass wir etwa doppelte Fräszeit brauchen, um diesen, könnte man diesen Schlüssel tatsächlich auch in Neusilber fertigen. Das Messing ist etwas weicher, aber die Schlüssel sind durchaus praxistauglich und funktionieren problemlos. Genau. So, dann haben wir uns gedacht, ja gut, Rohlinge positionieren. Der, ich sag mal, der einfachste Ansatz wäre gewesen, dass es einfach frei einspannt. Da hätte man X, Y, Z und die Rotation vom Schlüssel kalibrieren müssen und das wollten wir uns erstmal sparen. Und dann war die Idee, wir bauen uns eine Einspannvorrichtung. Und zwar so, dass der Schlüssel schon parallel zur Y-Achse ausgerichtet ist. Bei uns muss man, um antasten zu können und sozusagen bestimmen zu können, wo der Fräser sich genau befindet, brauchen wir einen elektrischen Kontakt zwischen Fräser und Werkstück. Und damit der Kontakt nicht vorher schon da ist, soll das Material eben elektrisch nicht leitend sein. Und was wir auch haben wollen, ist eben sozusagen, wir wollen diese Einspannvorrichtung unabhängig positionieren, also wir wollen sie sozusagen in der Fräse einspannen können, unabhängig davon, ob jetzt gerade ein Schlüssel fixiert ist oder nicht. Können wir das kurz mal? Warte, ich zeige es vielleicht noch erstmal als 3D-Modell und dann können wir sozusagen weitermachen. Also hier haben wir es in OpenSCAD gemacht. Was man hier unten sieht, ist ein Steg, der sozusagen genau in die Nut von dem Aluprofil in der Fräse passt. Das heißt, hier hatten wir schon mal sozusagen dadurch die Parallelität zur Y-Achse. Und die äußeren Löcher, die sind eben dafür da, um das Gestell an der Fräse zu befestigen. Die inneren Löcher, da kommen dann Gewindehülsen rein und die befestigen den Schlüssel. Vielleicht kann man jetzt mal kurz auf die Dokumentenkamera umschalten, dann kann man es jetzt nochmal in großer Ansicht sehen. Genau, also man so sieht hier, ich gebe es mal ein bisschen, so geht es am besten. Also man sieht hier, das ist einfach dieses Holz, da liegt dieser Schlüsselrohling drauf. Was man oben jetzt auch sieht, dieses Dreieck. Dieser Schlüssel braucht so eine Anlaufkurve, also der Schlüssel muss sauber fixiert werden. Und wenn ich den nur hinten an dem Kopf einspannen würde, dann würde das flattern beim Fräsen und da würde der Fräser abbrechen, das würde sich verschieben. Deshalb haben wir vorne noch dieses Loch vor diesem Dreieck dran. Und man sieht, wenn ich es jetzt umdrehe, sieht man hier hinten diese zwei sechskantigen Löcher. Das sind einfach diese Gewindehülsen, die sind von hinten reingesteckt. Und durch das Holz ist es einfach isoliert. Wir wollten erst ein POM-Material nehmen, aber das hier ist ausreichend stabil und funktioniert problemlos. Ja, von dem Kunststoff hatten wir einfach nicht so viel da und dachten, machen wir erstmal ein Modell aus Holz und das hat eigentlich ausgereicht. Ganz normales Multiplex-Material, nichts Spezielles. Mhm. Okay, gut. Wie sieht der Hardware-Workflow dann zusammensetzend aus? Als erstes brauchen wir eben die Rohlinge, die kann man eben auch fräsen oder Lasercutten, wenn man jetzt Zugang zum Lasercutter hat. Fräsen geht eben wie der Standard-Workflow auch, Lasercutten ist deutlich schneller. Oder man kann sich auch, es gibt ja auch kommerzielle Firmen, denen man einfach das Modell gibt und die fräsen das dann für einen. Willst du das sagen? Ja, also was halt auch eine Möglichkeit ist, also wir wollen das Projekt dann noch weitermachen, kommen wir später am Schluss mal kurz zu. Mhm. Also wir haben jetzt auch mal ein paar Modelle beim Bekannten auslesern lassen, das geht problemlos. Man theoretisch, wenn man das viel mehr machen will, kann man sich sowas auch im Stanzwerkzeug machen lassen, dann kann man es auch ausstanzen. Also die ersten haben wir ganz normal ausgefräst aus einem 2 mm Messingblech. Lustigerweise, der Originalschlüssel ist 2,1 mm dick. Das Material ist eigentlich nicht so zu beschaffen. Wir haben 2 mm Material. Das ist genug, ein bisschen mehr Spiel, aber es funktioniert. Ja. So. Ja, genau. Und dann als zweiten Schritt fräst man eben, also Kurven, Seitenkerben und Längskerben. Mhm. Und als letztes eben dann der mechanische Feinschliff. Also den unteren Teil wegmachen, entgraten. Genau. Und dann hat man schon einen fertigen Schlüssel. Vielleicht da jetzt noch ein Gimmick. Soll ich das vorführen? Magst du? Jetzt mach ich. Also okay. Natürlich, wir haben jetzt hier mal ein Modell. Das hier ist ein ganz normales Standardvorhängeschloss aus dieser Schließanlage, die ich gekauft habe. Und das ist ein Schließzylinder. Das ist die sogenannte Demo-Schließung, die wir gezeigt haben. Ich zeige es gleich nochmal auf dem Dokumentenscanner.
Und das sind ja zwei unterschiedliche Systeme. Also ich habe hier einmal den Schlüssel von diesem Vorhängeschloss, der funktioniert. Und einmal einen Schlüssel von dieser Einzelschließung. Der geht hier nicht mal, von dieser Demo-Schließung, der geht nicht mal in das Schloss rein, der passt halt hier. Und dadurch, dass ich die einzelnen Doppelkurven abwechseln, kann man einen Schlüssel erzeugen, der eine Wendeschlüsselfunktion hat. Also im Prinzip, wenn ich ihn in eine Richtung reinstecke, funktioniert nicht, drehe ich ihn andersrum, öffnet er dieses Schloss. Und wenn ich die Nachbarschließanlage mitbenutzen will, stecke ich ihn einfach andersrum rein und dann schließt er dieses Schloss. Also man kann da wirklich zwei komplett unterschiedliche Schließanlagen, auch die ein unterschiedliches Profil haben. Können wir mal bitte den Dokumentenscanner haben? Ich versuche es zu zeigen. Dieser Schlüssel ist auf beiden Seiten, hat er diese Kerbe an der Seite eingefräst. Und zwar die hier an der Seite. Moment, ich habe hier einen Pick. Hier ist auf dieser Seite ist er eingefräst und wenn ich ihn umdrehe, ist er hier auch eingefräst. Das ist sozusagen das Passepartout, was auf alle drei KS-Schlösser passt. Egal, was für ein Profil die haben, er funktioniert. Und ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt schließt dieser Schloss und wir sehen hier jetzt, hier drin, diese Aussparung, wo dieses U von dieser Sidebar eingreifen muss. Und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man hier, dass die genau nebeneinander sind. Das ist der korrekte Schlüssel. Und wenn ich ihn jetzt umdrehe, sieht man zum Beispiel, man sieht es nicht ganz so toll, hier an dieser Stelle zum Beispiel ist jetzt eine Stelle, wo diese zwei Kerben verschoben sind. Das ist jetzt die zweite Schließung. Das heißt, dadurch, dass sie es wirklich asymmetrisch gemacht haben, habe ich jetzt hier wirklich einen anderen Schließcode, aber dieser passt halt hier. So, zurück zum Vortrag. Genau. Da vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Also an einer Stelle haben wir es uns ein bisschen leichter gemacht, nämlich der Sidebar-Code, die Seitenkerben, die werden nur an einer Position abgetastet. Und eigentlich sozusagen, wenn man es jetzt komplett richtig machen hätte wollen, hätte man sozusagen auf einer Seite den Sidebar-Code von einer Schließanlage, auf der anderen Seite den Sidebar-Code von der anderen Schließanlage machen müssen. Also, aber dadurch, dass es eben passiv ist, also dass sozusagen ein Loch immer öffnet, habe ich einfach die Vereinigungsmenge an Vertiefungen gebildet und die auf beiden Seiten gefräst. Genau, also die Sidebar sitzt übrigens bei dem Schloss immer, wenn man das sieht, man hier auch das Profilzelle, sitzt immer nur auf der unteren Seite. Genau. Ja, und was man hier leider vergessen hat, ist noch die Kontrollkerbe, dass ich weiß, okay, die Kerbe muss nach oben für diese Schließanlage und wenn ich sie nach unten stecke, schließe ich die andere Schließanlage. Also wenn ihr einen Hausmeister habt, der zwei Gebäude verwalten muss und ihn stört das, ja. Works for me. Ja. Ja. Ja, ansonsten, wenn man die Kerbe weglässt, kann man das auch vielleicht als Deniability verwenden. Sagen genau, man kann auch sagen, wenn jetzt einer sagt, hast du denn einen Schlüssel von diesem Gebäude? Nein, der passt doch überhaupt nicht. Also hier könnt ihr selber probieren, also es funktioniert nicht. Okay, dann übergebe ich jetzt wieder zurück an Jan. Naja, also was wir natürlich weitermachen, das Projekt ist ja bei Weitem nicht am Ende, wir wollen natürlich weitermachen. Wir haben uns fehlt noch der richtige Name, All Keys Are Beautiful, vielleicht so, also wir werden uns da noch was überlegen. Wir werden natürlich das weitermachen. Als nächster Step ist halt diese Profilfräse, was wir machen wollen, also diese Easy Entry. Im Prinzip uns ein System überlegen. Ich denke, wir werden das auch demnächst auf GitHub veröffentlichen. Wir werden den Link dann ins RAP einstellen, dass ihr darauf zugreifen könnt. Das wird die nächsten Tage passieren. Natürlich können wir das optimieren. Wir können uns einen Halter bauen, der zum Beispiel den Schlüssel automatisch dreht. Dann auch das Programm von der CNC-Fräse haben wir jetzt schon so weit, dass er automatisch kalibrieren kann. Das haben wir auf dem Kongress fertig gemacht. Und natürlich kann man jetzt auch weitere Systeme fräsen. Also für 3KS Plus oder 4KS, ja, ich muss jetzt halt einfach nur in meinem G-Code-Generator für den Fräsweg sozusagen einstellen, ja, macht das halt einfach ein bisschen breiter. Und was natürlich auch geht, so einen konventionellen Zackenschlüssel, der halt die Zacken an der Seite hat, wenn man den waagrecht in die Fräse einspannt, kann man hier mit einem kleinen, ganz normalen Fräser einfach den Seitencode einfräsen. Das kann man auch automatisieren. Was wir jetzt noch ganz gut also sagen wollen, also das 3KS ist kein unsicheres Schließsystem. Das System ist immer noch sehr gut. Es ist manipulierbar. Ich sage mal, in diesem Gebäude werden vielleicht maximal 10 Leute sein, die das schaffen. Es ist sehr diffizil, es ist ein sehr präzises System. Und es gibt eine ganz einfache Methode, was man machen kann. Wenn ich so einen mechanischen Schlüssel habe, ne, es ist halt mein Passwort. Das ist das, was ich habe
für wo ich meine Offenbarung meines Geheimnisses. Ist beim mechanischen System halt so, dass ich das sehen kann. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie ich mein Geheimnis schützen kann. Es gibt ein Schlüsselmäppchen, da tue ich den Schlüssel einfach rein, mach das zu. Und so trage ich meinen Schlüssel. Also überall, wenn ich einfach sagen muss, so ein Schlüssel ist mein Geheimnis. Und das System ist nicht schlecht. Wir haben nur gezeigt, so ein System ist mit einfachen Methoden manipulierbar. Man kann diese Schlüssel auch abgießen. Auch das ist in der Vergangenheit gemacht worden. Es gibt sogenanntes Weißmetall, dann drücke ich den mit einer Silikonform ab. Und hier ist auch mal, der Schließcode steht auf dem Schlüssel. Auch hier ist wirklich, das ist für uns wichtig, den muss ich verschützen. Ein Schlüsselmäppchen, was ich überall für 5 Euro kaufen kann, dort hole ich meinen Schlüssel hinein, stecke ihn dann in die Hosentasche und hole ihn wirklich nur raus, wenn ich meine Tür öffne. Und damit ist die Sicherheit auch weiterhin gewährleistet. Vielleicht eine Anmerkung noch, bevor jetzt sozusagen der Vortrag zu Ende ist. Die Fräse haben wir dabei und würden die auch sozusagen Interessierten zeigen. Und zwar am besten, also ich hoffe, der Platz ist noch frei, aber das ist neben dem Knock-Helpdesk, haben wir einen freien Platz gefunden. Genau. Im ersten Stock. Genau, wir werden da die Fräse, ich schätze mal 10 Minuten werden wir da oben sein. Wir werden dort die Fräse rausfahren. Wir haben das in einem Nebenraum, haben wir noch ein bisschen für uns vor den Vortrag vorbereitet. Dort zeigen wir gerne nochmal alle Teile, die wir haben. Ihr könnt euch das anschauen. Eventuell setzen wir auch mal Betrieb und fräsen nochmal einen Schlüssel. Wir haben noch 2 Rohlinge. Da können wir auch mal zeigen, wie das funktioniert. Und wir stehen natürlich jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Also stellt einfach eure Fragen, die beantworten natürlich gerne. Ja, danke. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, bitte geht zu einem der 4 Mikrofone, die hier in den beiden Gängen stehen, und sprecht bitte laut und deutlich rein. Wir fangen mal an mit einer Frage von den Online-Zuschauern. Ja, hallo, okay. Nein, das war nicht, ist okay. So, jemand im Internet sagt, er war mal bei einem Schlüsselhersteller, vermutlich in der Schweiz, bei einem Vorstellungsgespräch, hat dann eine berechtigt kritische Frage gestellt und saß dann wohl ratzfatz wieder vor der Tür. Und jetzt ist die Frage, ob es Fälle gibt, wo zum Beispiel eine Bohrloch-Datenbank mal abhanden gekommen ist. Also es ist so, zum Beispiel im Instacode, viele Hersteller geben diese Daten freiwillig heraus. Bei Masterlock gibt man zum Beispiel auch für diese ganz normalen Zahlenschlösser da hinten Seriennummer drauf. Wenn ich die in dieses Instacode eingebe, bekomme ich den Öffnungscode. Das ist ganz nett. Manche werden auch durch Reverse Engineering herausgefunden. Manche haben ein simples mathematisches Verfahren. Es gibt Hersteller, da steht der Schnittcode als Schlüsselnummer drauf. Schreibe ich halt eine 9 davor, erkennt keiner. Die Hersteller machen schon, also mir ist nicht bekannt, dass wirklich solche Daten wirklich geleakt worden sind, dass wirklich diese Datenbanken von einer Schließanlage, die ich habe, die meisten Hersteller schreiben völlige random Nummern drauf, wo nur eine Seriennummer drauf steht, steht eine Anlagennummer drauf und das ist Schließung 17. Also ist mir noch nicht persönlich bekannt. Natürlich, wenn man einen Automatismus findet und das manche Hersteller haben wirklich ein mathematisches System dahinter, Schließungscode auf Schlüsselnummer auf Schließungscode kommen. Datenbanken sind ja sicher. Ja, kein Problem, da kommt ja keiner dran, wenn ich das sicher verwalte. Also, aber jetzt wirklich von einem mechanischen System ist mir das nicht bekannt. Da haben die Hersteller wohl auch gelernt, dass man das wohl nicht ins Internet verbindet. Okay, danke. Einmal hinten links. Direkt ins Mikro sprechen, bitte. Danke. Genau, ich wollte fragen, weswegen oder ob ihr die erste Variante von den Schlüsseln auch probiert habt zu fräsen. Die ersten Varianten ist bei der Dekodierung des 3KS. Nee, die mit den Stufenbohrungen. Das ist ganz einfach. Ich habe das einfach auf meiner Bohrmuldenmaschine, eine ganz klassische Bohrmuldenmaschine vom Schlüsseldienst gebraucht, eBay gekauft. Dann habe ich einfach den Schlüssel, einen Einzelschlüssel eingespannt, den Schlüssel, der die differenten Bohrungen hat, auf die andere Seite und habe ihn einfach mechanisch abgetastet. Oh. So ein ganz einfaches System, da braucht man nicht mal irgendwas. So eine Fräse kriegt man für ca. 300 Euro, auch neu aus China. Ganz einfach. Cool, danke. Gut, nächste Frage hier vorne rechts. Wie realistisch ist es, einen Skimming-Zylinder anzufertigen? Zum Beispiel fürs Müllhäuschen. Das ist schwierig, ist recht kompakt. Also eher wäre es dafür, daneben, wo er den Schlüssel einführt, eine Kamera zu installieren. Wenn er den Schlüssel einfährt, ich habe ja beide Schließinformationen auf einer Seite, wenn ich also wirklich eine hochauflösende Kamera irgendwie mache, dass ich erkennen kann, wenn er den Schlüssel einführt in das Schloss, irgendwo hinten am Türscharnier, dann in der Regel mache ich ja nicht so, wenn ich den Schlüssel einführe, dass ich das nicht sehe, sondern ich nehme den Schlüssel in die Hand,
und führe ihn so ein. Das funktioniert. Das mechanisch Abtasten bekomme ich nicht in so einen Schließzylinder rein. Das ist wirklich ein feinmechanisches Präzisionswerkzeug. Aber mit der Kamera in der Nähe ist das natürlich super einfach. Die Auflösung reicht. Okay, nächste Frage hier vorne gerne. Zweiteilige Frage. Erstens, wie viele Versuche habt ihr gemacht, bis euer erster Schlüssel wirklich funktioniert hat? Und zweite Frage, jetzt im heutigen Zustand, wie lange braucht ihr zum Fräsen Vorder- und Rückseite für einen Schlüssel? Also ich glaube, wir haben drei, vier Versuche, bis der erste Schlüssel gepasst hat. Wir hatten erst Probleme mit der Dicke. Wir haben jetzt erst probiert, sozusagen ein 3 mm Blech plan zu fräsen und war da mit der Kalibrierung eigentlich. Also die Probleme, die wir hatten, war eigentlich sozusagen der Natur geschuldet, dass ich jetzt keine Ausbildung in Metallbearbeitung hatte, sondern sozusagen das autodidaktisch gelernt habe. Das Erzeugen der Kurve selber war dann kein Problem. Dann, was war die zweite Frage nochmal? Wie lange das dauert? Ich glaube, eine Seite dauert um die 5 Minuten sowas. Haben das jetzt perfektioniert. Also wir haben bis zum Kongress, deshalb haben wir uns hier nochmal in ein Räumchen eingeschlossen, tatsächlich diese Sidebar-Codes noch mit der Hand reingefeilt. Jetzt haben wir wirklich so, ich spanne den Schlüssel ein, also die automatische Kalibrierung ist jetzt auch durch. Ich spanne den Schlüssel ein, fräse in 5 Minuten, drehe ihn um, schraube die 2 Schrauben ab, schraube ihn nochmal fest, mache automatische Kalibrierung. Also wir haben es auch mal ohne probiert, ist noch so ein bisschen tricky. Und der fräst den Sidebar-Code rein. Ich muss vorne die Spitze abschneiden. Danach die Nacharbeitungszeit 2 Minuten, bis mir der Pfeiler entgraten, das vorne mit dem Proxon abschneiden. Also ich schätze mal unter einer Viertelstunde. Danke. Eine weitere Frage aus dem Livestream. Ja, und zwar der Stream wird gerne wissen, ob und wo man diese T-Shirts, die ihr da anhabt, bekommen kann. Also das war eine spontane Aktion letzten Mittwoch. Haben wir beim Lockpicking-Abend hier in Hamburg, bin ich natürlich auch noch vorbeigeschlappt, weil ich ja schon hier zum Aufbau war. Das hat uns das Team gemacht, was diese ganzen Schilder macht. Also klar, versprecht mich an, also das Design ist natürlich frei, das kann sich natürlich jeder die T-Shirts drucken lassen. Also wir haben die auch jetzt per Express bestellt am Donnerstag, glaube ich, und die kamen rechtzeitig an. Also kein Problem, einfach eine E-Mail schreiben und dann helfen wir euch da weiter. Ja, also mein T-Shirt war ein Zufallsfund, das habe ich in einem Touristenladen in Barcelona gefunden und dann leider später nicht mehr, aber ich weiß noch, wo es ist, also wenn es da Interesse besteht, kann ich gerne Kontakt noch herstellen. Danke für die Shopping-Tipps. Ja. Wir machen noch weiter hier vorne rechts. Bei dem Käsesystem, wenn ich da jetzt ein Schloss habe, wo der Pin eh immer passt, egal wie tief die Bohrung ist, könnte ich ja sagen, okay, ich fräse halt jetzt irgendwie ein Loch ein und wenn ich dann nachher mehrere Schlüssel habe und mir zusammen kombinieren will, wie tief das Loch sein muss, kann ich das nicht mehr so genau wissen an der Stelle, weil ich verschiedene Schlüssel habe, aber ich weiß ja jetzt nicht, ob das wirklich benutzt wird oder nicht benutzt wird, wenn ich den Schlüssel verwende. Genau, wird das gemacht? Was gibt's da so für? Gibt's genau, also diese Blindstopfen, die wir da drin hatten, das war ja hier das Bild. Einen Moment, machen wir gleich. Bei diesem Symbolbild. Genau. Ja. Das ist dieses hier unten, das meinst du, ne? Genau. Genau, das mache ich rein, wenn ich diese Bohrung nicht verwende. Ich habe natürlich keinerlei Rückschluss. Der Schlüssel kann ja trotzdem eine Bohrung haben, weil der zum Beispiel ein anderes Schloss schließen muss. Genau. Also wenn ich nur das Schloss habe, habe ich keine Möglichkeit, da irgendetwas hinein zu interpretieren. Das ist einfach eine unbenutzte Bohrung, die ich nur füllen muss, weil ich bohre den Kern immer komplett. Der hat immer alle 15 Bohrungen, aber wenn ich ihn nicht benutze, muss dieser Blindstopfen rein. Der Schlüssel kann da trotzdem eine Bohrung haben. Habe ich leider erstmal keine Information. Hat dieser Schlüssel da eine korrekte Information? Es kann ja auch ein Fake sein. Also man geht teilweise hin, dass man Fake-Bohrungen reinmacht, wo trotzdem Blindstopfen ist, aber in irgendeinem Schloss der Schließanlage ist da ein Stift drin, der da eine andere Höhe hat. Zum Beispiel ein ganz kurzer, dass der Schlüssel da keine Bohrung haben darf, dann wird der natürlich da zu tief einfallen und ich kann den Schlüssel nicht drehen. Wird es also quasi auch gemacht, wirklich, um das, was ihr tut, zu verhindern? Ja, das wird definitiv auch ausgenutzt. Bei größeren Anlagen auf jeden Fall. Danke. Okay, die letzten Fragen, 1, 2 und 3. Du darfst anfangen. Bei dem System mit den Kurven, bei dem System mit den Kurven, habt ihr in Betracht gezogen, dass man das den also man hat ja, ihr habt bestimmte Möglichkeiten gehabt, wo ihr nicht wusstet, ob das jetzt eine 5, 6 oder 7 ist. Habt ihr da in Betracht gezogen, dass ein paar Möglichkeiten ausgeschlossen werden, weil manche Übergänge nicht möglich sind? Also wenn eine 1 und danach eine 7, ist es ja wahrscheinlich nicht möglich, so flach zu
Also das ist halt die Frage. Der Hersteller kann natürlich einen Slider einbauen, wo alles geht. Ne, den gibt es. Es geht vom Übergang, im Max geht es sozusagen. Also dass man von 1 nach 9 nicht gehen kann. Ach so, die Anschrägung vom Schlüssel selber, alles klar. Weil ihr meintet, ihr habt ja gezeigt, dass ihr irgendwie so einen Lösungsraum hattet und da waren noch bestimmte Möglichkeiten. Dadurch, dass nur jeder zweite Schieber abgefragt wird. Ich habe ja Zeit, hier von diesem... Ich habe ja zum Beispiel hier das ist der erste Doppelschieber. Der nächste Doppelschieber wird aber erst hier abgefragt. Also es ist immer möglich, von 1 bis 7 rüber zu gehen. Kann ich immer, weil ich immer das Opposite habe. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass sozusagen der maximale Winkel so unter 45 Grad sein soll, weil es sonst halt nicht mehr so schön reinfährt, weil der Stift, der muss ja trotzdem sozusagen die ganze Kurve langfahren. Bei den Anlagen, die wir jetzt gemacht haben, da hat man einfach Glück, da wurde das eingehalten. Und ansonsten würde ich sagen, einfach ausprobieren. Also spezifiziert vom Hersteller weiß ich nicht, würde ich sagen. Aber ich denke, es wird dann einfach ein bisschen hakeliger sein im schlimmsten Fall. Okay, bitte. Würde interessieren, inwiefern das illegal ist, sich selbst einen Schlüssel zu fräsen oder ob es nur illegal wäre, ihn dann auch zu benutzen, also wenn man das Original nicht besitzt. Also es ist ganz einfach. Wenn ich der rechtmäßige Besitzer dieses Schlüssels bin, sei ich, dass ich ihn ausgehändigt bekomme, sei es eine Wohnung benutze, egal was. Das Kopieren von Schlüsseln ist für als Privatmann SG. Ein Schlüsseldienst hat ein Problem, wenn da ein Patent drauf ist. Das darf er nicht tun kommerziell. Solange ich diesen Schlüssel am Ende vernichte und ihn wieder zurückgebe, ist das rechtlich einwandfrei. Also es gibt auch ein BGH-Urteil, das ist uralt. Zum Beispiel auch diese Easy-Entry-Profilfräse hatte etliche Prozesse, auch wegen Warenzeichen, die haben sie alle gewonnen. Der Schlüssel wird vom Gesetzgeber als Ersatzteil gesehen. Ne? Solange ich nicht kommerziell ein Patent verletze, darf ich einen Schlüssel haben. Natürlich, wenn ich mir einen Schlüssel mache, wo ich in Räume reinkomme, wo ich nicht die Berechtigung für habe, naja, das ist natürlich dann eine Frage, das ist natürlich... Zumindest ein Hausfriedensbruch. Ich breche nicht ein, ich nutze einen Schlüssel, aber na klar, das ist rechtlich. Würde ich mir das genau überlegen, ob ich das mache, mir den Generalschlüssel meiner Firma zu machen und durch alle Räume spazieren, dann glaube ich, kann ich mir schnell einen neuen Job suchen, als ich mir das gleich lieb ist. Ja genau, das wäre die Frage, wie ist das, wenn ich mir einen Generalschlüssel mache aus mehreren Schlüsseln, die ich besitze, aber also wäre es dann illegal, den Schlüssel anzufertigen oder wäre es dann nur Hausfriedensbruch, wenn ich ihn auch verwenden würde, also vollkommen okay. Also wenn ich das als Proof of Concept mache und mir den daheim in mein Nachtkästchen lege, also machen kann ich es, aber sobald ich ihn halt benutze oder anderen Leuten zur Verfügung stelle oder den Schließcode irgendwo öffentlich mache, dadurch mache ich eine Sicherheitslücke auf für denjenigen, der diesen Generalschlüssel halt benutzt. Ja, also man kann das Proof of Concept machen, also wir haben es jetzt wirklich mit einer gekauften, gebrauchten Schließanlage von eBay gemacht. Das ist meine Anlage und das ist völlig in Ordnung, genauso die Kiso-Anlage, das ist auch eine gebrauchte, die wir mal geschenkt bekommen haben. Das ist in Ordnung, also man sollte sich das schon genau erleben. Wir wollen ja auch nur auf die Möglichkeiten hinweisen, schützt eure Schlösser, auch ein Schloss, so ein 3KS kann ich sogar ohne Schlüssel zerlegen. Und man kann da halt sehr umfassen. Also Schließanlagen sind immer eine Sicherheitsvereinfachung. Also man soll sich immer überlegen, ob ich das wirklich will. Das sicherste System ist einfach, ich habe für jede Tür einen eigenen Schlüssel, der nichts miteinander zu tun hat. Ist natürlich unkomfortabel, aber immer noch die sicherste Methode. Okay, danke. Dankeschön. Okay, die letzte Frage kommt nochmal aus dem Livestream. Ja, und zwar fragt jemand, wenn ich einen Schlüssel habe, kann ich dann einen individuellen Schlüssel generieren? Und zwar, er hat eine alte Schließanlage, bei der er viele Schlüssel und halt ein paar Schlösser hat und ja. Was für ein System ist es erstmal? Also prinzipiell ist alles möglich. Wenn ich zum Beispiel eine gebrauchte Schließanlage kaufe, habe ich auch mal gemacht auf dem Flohmarkt in Frankfurt. Und da hatte ich auch diesen Generalschlüssel nicht. Ne? Ich habe das dann halt aus von meiner ersten Versuche einfach mal Schlösser zerlegt und erstmal gesehen. Was man oft macht bei konventionellen Systemen ist, dass die übergeordneten Schlüssel sehr schlank und schmal sind. Das heißt, dass die möglichst viele Schlösser. Man geht auch über das Profil von dem Schlüsselloch. Das, was ich vorne sehe, das ist dann, gibt es Schlüssel, die gehen in alle Schlösser rein und da sehe ich zum Beispiel, der Einzelschlüssel passt zum Beispiel in ein anderes Schloss nicht rein. Dann sehe ich aber schon, was an welcher mechanischen Stelle ich was wegfräsen muss, dass er das halt tut. Und natürlich kann ich mir, das ist in den meisten Fällen möglich, sich für eine gebrauchte Teilschließanlage, die irgendwo rumliegt, die übergeordneten Schlüssel zu machen. Das ist eigentlich unproblematisch. Sobald ich genug Informationen habe, um das zu tun. Wenn ich natürlich Schlösser habe, die total aus allen aus verschiedenen Gruppen sind, wird es schwierig, aber prinzipiell möglich. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Eine Runde Applaus bitte für Michi und RF Guy.